Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Deppe, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir im Jahre 2017, 15 Jahre nachdem der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz und auch in unserer Landesverfassung verankert ist, dass wir solche Debatten hier im Hause noch führen müssen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, meine Damen und Herren. Wie schlimm es um Ihre Fraktion bei dem Thema Tierschutz bestellt ist, das zeigen die letzten beiden Plenartage. Gestern und vorgestern die Debatte um das Landesjagdgesetz. Sie wollen Totschlagfallen wieder einführen. Sie wollen, dass wir in Nordrhein-Westfalen wieder erlauben, dass Jäger Katzen abschießen. Und jetzt heute mit diesem Antrag zeigen Sie ganz deutlich, dass Sie hier die Edelkurtisane der Fleischindustrie sind, meine Damen und Herren. Wir haben Herr Kollege Abel, auch wenn das so ein bisschen verpackt ist, ja, ich darf Sie doch bitten, Ihre Wortwahl bei Ihren Metaphern zu durchdenken, wenn Sie verstehen. Herr Präsident, vielen Dank. Ich habe kein anderes Wort dafür gefunden, aber wenn sich irgendjemand dadurch beleidigt fühlen sollte, nehme ich das natürlich zurück und bitte um Entschuldigung. Ich glaube aber, dass ein Großteil das gar nicht verstanden hat. Okay. Ich aber schon, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, es geht doch darum, dass Sie hier mit diesem Antrag denen, ich versuche es mal so, Herr Präsident, denen, die Ihnen nahestehen und von denen Sie glauben, dass Sie Ihre Interessen vertreten, dass Sie denen hier beweisen mit dem Gesetz, was Sie vorlegen, wir schaffen euch die Tierschützer vom Hals. Darum geht es Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie vor der Landtagswahl noch von diesen Reihen Applaus und Zustimmung organisieren und dass Sie hier sich nicht zu schade sind, wie der Kollege Deppe das gemacht hat, wie aber auch die Kollegin Schulze-Vöcking das in der Vergangenheit gemacht, immer wieder den Tierschützern die Kompetenz abzusprechen. Da wird dann von Laien gesprochen, meine Damen und Herren. Da wird von einer Klageflut gesprochen. Und dann schauen wir uns doch mal konkrete Fälle an. Dann reden wir doch mal über die Klage, die jetzt zum Beispiel im Kreis Kleve, Herr Kollege, im Kreis Kleve anhängig ist, wo eine Tierschutzorganisation den Kreis verklagt, weil er nicht einschreitet, obwohl nachweislich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt, weil die Ställe zu klein sind, die Käfige zu klein sind, meine Damen und Herren. Herr Kollege, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Hovenjürgen zulassen? Aber immer gerne. Vielen Dank. Lieber Herr Kollege, herzlichen Dank dafür. Lieber Kollege Abel, ist Ihnen bekannt, dass vor der Einführung der Beteiligung der Tierschutzverbände die Genehmigungsverfahren ebenfalls nach tierschutzrechtlichen Bedingungen geprüft worden sind, nämlich von den Kreisverwaltungen und den Veterinärämtern, und dass Sie mit dieser neuen Regelung letztendlich diesen Genehmigungsbehörden sozusagen Ihr Misstrauen ausgesprochen haben? Herr Kollege, ich will mal das mit einer Gegenfrage beantworten. Wer kann eigentlich was dagegen haben, dass juristisch überprüft wird, ob es tatsächlich zeitgemäß ist, was in unserer Tierhaltung passiert, ob das mit geltendem Recht vereinbar ist und mit dem Sinn des Staatsziels Tierschutz, dass wir Tiere verstümmeln, indem wir ihnen die Schnäbel abschneiden oder die Schwänze kürzen, dass wir sie quasi an die Haltung anpassen, dass wir die Situation haben, dass nach Angaben von Schlachthausbetreibern es regelmäßig vorkommt, dass Tiere bei der Schlachtung noch bei Bewusstsein sind, beispielsweise Schweine, wenn sie in kochendes Wasser gelegt werden, um ihnen die Haut leichter abziehen zu können, dass wir stundenlange Todeskämpfe riskieren, so wie Sie das ja wieder einführen wollen mit dem Landesjagdrecht, mit den Totschlagfallen. Das alles wollen Sie nicht. Sie wollen das nicht zu einer rechtlichen Prüfung zulassen, weil Sie genau wissen, dass die Gefahr besteht, dass die Gerichte das einkassieren. Und deswegen dieses Gesetz, weil Sie verhindern wollen, dass Tiere, die nicht für sich selber sprechen können, einen Anwalt bekommen. Das wollen Sie hier blockieren mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren. Herr Kollege Hovenjürgen hat sich ein weiteres Mal gemeldet. Wenn es der Wahrheitsfindung dient. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Zahl der Fragen zu einem Themenkomplex nach der Geschäftsordnung begrenzt ist. Herr Kollege Hovenjürgen. Herzlichen Dank für den Hinweis, Herr Präsident. Es war mir bekannt. Herr Kollege Abel, darf ich dann denn noch mal die Frage stellen, wie Sie denn sicherstellen, dass die von Ihnen jetzt beteiligten Tierschutzverbände mit einer Fachlichkeit an die Sache herangehen, die belegbar ist? Oder geht es hier um Emotionalität? Ich beantworte Ihre Frage ganz konkret. Da ist ja aber auch wieder die Unterstellung, die Sie an den Tierschutz, an die vielen 10.000 ehrenamtlich organisierten Menschen in diesem Land, die sich für Tiere einsetzen, die hier jetzt wieder zum Vorschein kommen, dass sie emotional sind und keine Fachkenntnisse haben. Wir machen das mal ganz konkret an dem Fall, den ich eben angefangen habe mit dem Kreis Kleve. Da hat Arriva den Kreis verklagt und besonders interessant, auch wenn Sie jetzt aufstehen,
Besonders interessant, Herr Kollege, ist doch, dass die Kanzlei, die beauftragt wurde von dem Tierschutzverband, diese Klage dann auch klageberechtigt zu führen, dass diese Kanzlei Röttgen und Kluge ist in Berlin, meine Damen und Herren. Dann, wenn es hier Ihnen darum geht, wenn Sie hier noch alte Rechnungen mit Herrn Röttgen offen haben, meine Damen und Herren von der CDU, dann ziehen Sie das doch bitte nicht in dieses Thema herein. Also so viel zu dem Thema Fachkompetenz, wenn da eine sehr renommierte Umweltkanzlei reingezogen wird und die dann auch das Mandat dafür hat. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht, Herr Kollege. Aber wir reden ja nicht nur, Sie wollen ja nicht nur die Klagemöglichkeiten blockieren, Sie wollen ja auch die Mitwirkungsmöglichkeiten blockieren. Und ich sage Ihnen, der Bereich, wo wir seit langem sehr gute Erfahrungen haben, wo Sie auch in Nordrhein-Westfalen keinen Wissenschaftler finden, der sagt, das ist nicht gut, dass wir hier die Tierschutzverbände beteiligen, dass es nach Gesetz ja auch vorgeschrieben ist in den 15er-Kommissionen, in den Ethikkommissionen bei Tierversuchen. Da führt es dazu, dass es alternative Methoden gibt, die geprüft werden. Da führt es dazu, dass ganz konkret bei Tierversuchsanträgen durch die Mitwirkung der Tierschutzverbände und auch durch die wertvolle Arbeit der Tierschutzbeauftragten an den Forschungseinrichtungen in den Unternehmen, dass die Zahl der Tiere gesenkt wird, dass viele Anträge noch mal darauf geprüft werden, ob sie redundant sind, ob es wirklich notwendig ist, hier auf Tierversuche zurückzugreifen. Und wir haben in diesem Bereich unter Mitwirkung der Tierschutzverbände, ich nenne hier ganz besonders Menschen für Tierrechte, mit dem Zentrum für Ersatzmethoden zum Tierversuch in Düsseldorf am Institut für Umweltmedizinische Forschung, das ist ein Leibniz-Institut, haben wir ein Zentrum eingerichtet, das einzig dafür da ist, Ersatzmethoden zum Tierversuch zu entwickeln. Und wir haben jüngst mit der Tierschutzprofessur an der WWU Münster dann auch eine Professur, die sich alleine darum kümmert, die Belastung der Tiere in den Versuchen zu reduzieren und die alles, was mit Refinement und Reducement zu tun hat, in Angriff nimmt. Und das ist ein wichtiges Element, das ist ein Meilenstein für das Staatsziel Tierschutz. Das ist aber auch ein wichtiges Signal für den Wissenschaftsstandort dieses Landes, meine Damen und Herren. Und das alles wollen Sie mit Ihrer pauschalen Kritik an Tierschutz, das wollen Sie nicht hören, Sie wollen das wegräumen. Sie sagen, Ihre Lobby, die Sie hier unterstützen. Wir holen euch den Tierschutz vom Hals. Und genau das Gegenteil ist der Fall bei uns Grünen, meine Damen und Herren. Wir stehen für einen konsequenten Tierschutz. Wir stehen dafür, dass Tiere, die nicht für sich selber sprechen können, weiterhin einen Anwalt haben und dass man Entscheidungen zulasten der Tiere rechtlich überprüfen kann. Und wir glauben, das ist der einzige Weg, wenn man auch für die Tierhaltung, für die Zukunft der Tierhaltung mit einer Agrarwende, aber auch mit einem anderen Umgang unserer Mitgeschöpfe. Und deswegen ist das nicht Ihr Jahr, Herr Kollege Hovenjürgen. Das Jahr 2017 ist nicht Ihres. Ihr Jahr ist das eher das Jahr 1957. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank.